Hallo, mein Name ist Max und wir sind hier heute in Göteborg in Schweden und wir sind hier deswegen, weil wir natürlich uns dieses Auto angucken wollen. Verzeiht, dass wir heute ausnahmsweise mal in einer Halle stehen, aber das ist einfach aufgrund des fürchterlichen Wetters heute nicht anders möglich. Neben mir steht der Zeekr 001. Es ist das erste Auto, das es in Deutschland geben wird von der Marke Zeekr. Zeekr ist eine Marke des Geely-Konzerns. Das ist das chinesische Unternehmen, zu dem zum Beispiel Volvo, Polestar, Lincoln Co. und 50% von Smart mittlerweile gehören. Und Zeekr wird hier jetzt eben mit dieser Limousine starten, über die wir heute einmal sprechen wollen. Und wir sprechen natürlich über ganz, ganz viele Sachen en Detail, weil wir wissen ja noch gar nichts über Zeekr. Aber fangen wir vielleicht mal mit den Sachen an, die wir verstehen. Ihr seht schon, wenn das Auto hier neben mir steht, dafür, dass wir es hier mit einer als Limousine positioniertes Auto zu tun haben, ist der ganz, ganz hoch. Wir haben hier eine Motorhaube, die höher ist als meine Hüfte. Und das werden wir gleich vor allem dann an der Seite nochmal genau sehen, denn das sieht man an allen Ecken und Enden am Design auch. Wir haben es mit einem 2 Meter breiten Auto zu tun, das inklusive Spiegel sogar 2,25 Meter breit ist, mit einem 5 Meter langen Auto und eines, das 1,56 groß ist. Also wirklich ein kleines Auto ist der Zeekr 001 auf keinen Fall und positioniert sich damit im Übrigen direkt gegen den Konkurrenten NIO ET5 und die eine oder andere große Limousine, mit der wir demnächst rechnen, unter anderem den VW ID7. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt im ersten Schritt einmal das Design an. Wir haben hier also diese LED-Tagverleuchten, die auf beiden Seiten sind. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Element. Das eigentliche Licht, die eigentlichen LED-Leuchten für das Abblendlicht, die findet ihr hier unten. Das kennen wir so schon von anderen Autoherstellern, finde ich persönlich ja sehr gelungen. Und wenn ich hier einmal in die Knie gehe, dann sehen wir auch ein paar Elemente, die nicht symmetrisch sind. Und das finde ich ja eigentlich gar nicht schlecht, weil das so dieses Design so ein bisschen auflockert. Wir haben hier diese schräg stehenden parallelen Elemente des Grills. Gefällt mir persönlich sehr gut, kann ich jetzt nichts dagegen einwenden. Aber ich habe auch schon gehört, manchen Menschen gefällt die aggressive Zeichnung des Zeekr 001 nicht ganz so gern. Ja, wir haben hier eine Kamera. Ich glaube, ich spare mir das, die ganzen Kameras aufzuzählen, weil dafür sind es wahrscheinlich dann doch am Ende des Tages zu viele. Und wenn wir hier auf das Symbol gucken, hier haben wir natürlich ein vollkommen neues Markensymbol, das wir als solches natürlich noch gar nicht kennen können. Wenn wir hier einen Neuzugang in Deutschland haben, ist also hier dieses Quadrat mit diesem Symbol, was aussieht wie ein Spurwechsel. Gehen wir weiter rum ums Auto rum, um noch über ein, zwei Sachen zu sprechen. Also, wir haben es mit einem 5 Meter langen Auto zu tun, habe ich gesagt. Und mir ist ehrlicherweise die Positionierung nicht zu 100% klar, weil man könnte sagen, dass es eine Limousine ist. Man könnte sagen, dass es ein Shooting Brake ist. So würde es auch Zeekr sicherlich formulieren. Es hat sogar so ein bisschen kombihafte Züge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er sich genau positioniert, weil dafür gibt es dann einfach ein paar Sachen, die jeweils dann nicht ganz passen. Wir haben hier immer dieses schwarze Dach. Dadurch wirkt das Auto etwas niedriger, als es in Wahrheit ist. Und das hier ist ja nicht die Kommunikationsfarbe. Ihr habt vielleicht so Pressebilder schon gesehen. Da ist das Auto dann eher hellblau. Ist eine sehr schöne Farbe in Real Life. Dieses Weiß gefällt mir persönlich tatsächlich auch ganz gut. Bei einem 5 Meter langen Auto haben wir ein für, ich sag mal, in Skandinavien designtes Auto untypisch langen Radstand und kurze Überhänge. Das gefällt mir persönlich eigentlich gut. Wir haben hier unten zwischen der Vorder- und der Hinterachse das Batteriepaket mit immer 100 Kilowattstunden Kapazität. Also ohne Ausnahme in jeder Variante, zu denen wir dann gleich noch mal genauer kommen. Dadurch, dass hier dieses Batteriepaket ist, sitzt man insgesamt etwas höher. Das merkt man sofort, wenn man einsteigt und losfährt. Das Auto ist höher als eine Limousine, so wie ihr sie kennt, aber deutlich niedriger als jetzt ein SUV oder ähnliches. Es ist halt irgendwo dazwischen. Wenn wir hier ans Heck gehen, dann haben wir hier natürlich zum Beispiel die Ladeklappe. Die öffnet elektrisch, wir können mit CCS aufladen. 200 Kilowatt Leistung sind dann möglich an der Schnellladestation. An der normalen Wallbox zu Hause oder auch an der Ladestation im öffentlichen Raum, da sind 22 Kilowatt möglich. Das ist ziemlich gut, weil damit natürlich dann das Auto möglichst schnell wieder vollgeladen ist, was bei so einer 100 Kilowattstunden Batterie natürlich gar nicht zu vernachlässigen ist. Schauen wir weiter uns ein paar Designelemente an. Wir haben hier dieses langgezogene Lichtelement, das sich hier wirklich einmal im Kompletten rumzieht um das Auto herum. Gefällt mir super, wird man sicherlich auch andere Stimmen hören. Wir haben hier diesen kleinen Heckspoiler, der nochmal dazu beiträgt, dass das Auto recht gedrungen wirkt. Nicht zuletzt auch aufgrund seiner extrem flachen Heckklappe, die halt irgendwie dann wieder nicht so ganz gut zu einem Shooting Brake passt, weil die sind üblicherweise dann doch etwas steiler.
Ja, und wenn wir hier mal schon im Heckbereich sind, dann mache ich hier vielleicht einmal ganz kurz auf. Dann sehen wir schon, die Heckklappe, die schwingt mit auf, spricht wieder mehr für Shooting Brake oder Kombi. Und wenn wir hier reingucken, haben wir 539 Liter Stauvolumen. Das finden wir in Teilen auch hier unten. Hier ist dann super Platz für Kram, den wir mal eben wegsortieren müssen, wie zum Beispiel ein Ladekabel. Das ist immer schön, wenn das einen eigenen aufgeräumten Platz hat. Am besten ist ein Frunk, aber wie das halt so ist bei manchen Autobauern, den kriegt man halt nicht immer. Sprechen wir dann noch einmal über die Anhängerkupplung. Die fährt hier natürlich unten aus, wie es bei vielen Autos üblich ist. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Das Auto ist in drei Varianten verfügbar und das ist wichtig, weil die Anhängelast dann bis zu 2000 Kilo beträgt. Wir haben nämlich eine Basisversion, die heißt Long Range, wir haben eine mittlere Version, die heißt Performance und eine Top-Version, die heißt Privilege, also das Privileg, was ich ja irgendwie einen ganz guten Namen finde. Und diese drei Varianten unterscheiden sich im Punkto Akku erstmal überhaupt nicht. Beim Antrieb sieht es allerdings etwas anders aus. Das Basismodell Long Range, das hat nämlich einen Motor, einen 272 PS bzw. 200 kW starken. Und ein zweiter kommt an der Vorderachse dann hinzu, wenn wir eine der höheren Varianten wählen. Dann haben wir nämlich 400 kW bzw. 544 PS Leistung in beiden Top-Varianten. Die Reichweite liegt laut Geely, abhängig von der gewählten Variante, immer knapp um die 600 Kilometer, also 580 für die Performance-Variante oder 620 für die Long-Range-Variante. Preislich müssen wir da einmal auch ganz kurz ansetzen. Es geht nämlich los bei unter 60.000 Euro und geht rauf bis knapp unter 70.000 Euro. Und das, finde ich, ist ein relativ kleiner Korridor dafür, dass man da ja eine Auswahl hat aus drei unterschiedlichen Varianten. Ich würde persönlich wahrscheinlich zu der mittleren Variante tendieren und mich entscheiden für die 544 PS Performance-Variante. Aber warum die Privilege-Variante auch den einen oder anderen Vorteil hat, darüber sprechen wir dann gleich nochmal im Innenraum. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt los. Hallo und herzlich willkommen hier an Bord des Zeekr 001. Und zwar nicht mehr in der Performance Edition, sondern in der Privilege Edition. Die habe ich mir nämlich eben nochmal gerade gesichert. Und das habe ich aus gutem Grund getan, denn an der Privilege Edition ist so einiges interessant, über das wir heute mal miteinander sprechen. Wie die Performance-Variante, neben der ich gerade eben noch gestanden bin, haben wir es mit 544 PS Leistung zu tun und einem ehrlicherweise absurden Drehmoment von über 630 Newtonmeter. Und das merkt man in jeder Lebenslage, insbesondere dann, wenn man das Auto nämlich in den Sportmodus versetzt. Dann reißt es sowohl an der Vorder- und Hinterachse gerade nur so und das macht das Auto im Grunde, im Großen und Ganzen sehr, sehr gut mit einer Einschränkung. Ich finde, dass selbst im Sportmodus das Lenkrad deutlich zu indirekt ist. Zeekr meint, dass chinesische Kunden überhaupt kein Interesse an viel Feedback von der Straße haben. Weder aus dem Fahrwerk noch aus der Lenkung möchten die das sehr gerne. In Europa sei das anders, deshalb stimme man die Fahrzeuge teilweise sogar in puncto Hardware anders ab für den europäischen Markt. Ich kann davon heute nicht allzu viel wahrnehmen und kann nur hoffen, dass bis zur Serienvariante im Sportmodus es eine direktere Lenkung gibt. Zum Fahrwerk selbst, klar, das ist dann gut sportlich abgestimmt, sodass man zügige Kurvenfahrten hier auf schwedischen Landstraßen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten problemlos unternehmen kann. In einem Volltest würde ich mir dann erlauben, mehr dazu zu sagen, wie es dann zum Beispiel auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten zugeht. Bei einem 544 PS Auto muss ich übrigens sagen, dass die Abregelung bei knapp 200 km/h dann tatsächlich vielleicht etwas früh kommt. Ein Tesla Model 3, das einfach halb so viel Leistung hat, kann 225 km/h fahren und auch weitere Fahrzeuge mit weniger Leistung können da deutlich schneller fahren. Aber gut, das ist eben immer die deutsche Perspektive. Dann sprechen wir vielleicht einmal noch kurz über den Komfortmodus. Der ist auch gut aufgehoben hier, wenn man an einem schwedischen See entlang fährt. Der ist wirklich gut gelungen, sowohl in der Stadt über irgendwelche Bodenwellen rüber, als auch hier auf der Landstraße fühlt man sich da ordentlich aufgehoben. Alles ist sehr entschleunigt, sehr ruhig, nichts schaukelt, ist einfach eine gute Abstimmung, kann ich persönlich nicht viel Negatives dazu sagen. Jetzt, da wir hier an Bord des Zeekr 001 Privilege sitzen, müssen wir natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie es hier im Interieur eigentlich aussieht. Sachen, die gleich sind bei allen
001 Modellen. Sicherlich das Zentraldisplay mit rund 16 Zoll Bildschirmdiagonale, das wirklich majestätisch hier in der Mitte thront und meines Erachtens sogar noch etwas höher positioniert sein könnte. Wirklich ein Beinbruch ist es nicht. Vor mir ist nämlich ein Head-Up-Display, das die ganzen Informationen, die ich während der Fahrt benötige, wie zum Beispiel Navi-Hinweise oder auch die Geschwindigkeit, auch auf die Straße projizieren kann. Und direkt vor mir auf der Lenksäule, Tesla-Fahrer hassen diesen Trick, haben wir noch ein 8,8 Zoll großes Display, in dem auch wie in jedem anderen Auto die Geschwindigkeit angezeigt wird und andere fahrrelevanten Informationen, zum Beispiel eben die Reichweite. Wir sprechen dann gerne noch einmal hier über die Anmutung der Materialien. Häufig hört man ja, nur Deutsche können Innenräume bauen. Und man merkt ehrlicherweise, diese Hybris, die endet so langsam. Wenn man sich dann hier in so einem Zeekr umguckt, merkt man, dass Zeekr nicht einfach irgendein Auto ist, sondern zum Geely-Konzern gehört. Die bauen nicht nur seit einem Jahrzehnt Autos, sondern haben mit Volvo und neuerdings ja auch 50% von Smart und Polestar und Lincoln Co. ja durchaus schon die eine oder andere Erfahrung sammeln können, damit wie man ein vernünftiges Interieur zum Kunden bringt. Und eine Sache muss ich auch noch sagen, und nur weil ich hier auf freier Strecke bin und das gerade mal machen kann, ich finde das Feedback vom Bremspedal nicht gut. Wenn ich hier zügig drauf drücke, das war keine Vollbremsung, sondern es war eine deutliche Bremsung, dann merke ich ganz, ganz klar, dass ich deutlich tiefer reintreten muss, als man das eigentlich normalerweise erwarten würde. Das bedeutet schlicht und ergreifend, man tritt ins Leere, man hat so eine kurze Schrecksekunde, wo man sich denkt, oh, wird er jetzt bremsen oder nicht? Und man merkt deutlich das hohe, hohe Gewicht in der Bremse. Ich glaube, beim Thema Bremse könnte Zeekr auch noch mal ein klein wenig nachbessern. Allerhöchste Zeit für ein Fazit hier im windigen Schweden. Ja, und nach einigen Stunden mit diesem Auto kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten, mit unter 22 Kilowattstunden Verbrauch im Schnitt ist meine Einschätzung von eingangs so eingetreten. Das heißt, über 400 Kilometer sollten kein Problem sein oder sogar 500 bei sparsamer Fahrweise. Daumen hoch dafür auf jeden Fall schon mal. So richtige Patzer erlaubt er sich eigentlich nicht, der Zeekr 001. Wir wünschen uns natürlich eine deutlich responsivere Bremse und auch mehr Gefühl aus der Lenkung heraus, insbesondere im Sportmodus. Es ist ein Auto, in dem man gemütlich verreisen kann und das kann man sehr gut, nämlich zu viert auf den vier Plätzen plus dem dazugehörigen Gepäck. Und was fast noch wichtiger ist als eine große Batterie, ist, dass ein E-Auto schnell lädt. Das tut er auch mit 22 kW an AC-Ladestationen und mit 200 kW an DC-Ladestationen. Damit liegt er also voll im Trend, geht mit der Zeit und einem größeren Roadtrip, zum Beispiel von Schweden nach Italien, dem steht nichts entgegen. Wir freuen uns auf jeden Fall, demnächst das Auto dann testen zu können, wenn es auch in Deutschland auf den Markt kommt, und den finalen Verbrauchswert zu ermitteln. Vielleicht haben sich das eine oder andere Manko ja bis dahin auch schon erledigt.